Einen wunderschönen guten Morgen auf diesem Weg. Moin, moin zusammen. Einen wunderschönen Montagmorgen. Heute ist Montag, der 15. ist heute. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gerade gesehen, das ist so rot. Also am Wochenende war es kochend heiß, gerade im Bild. Sensationell. Ich musste gerade so ein bisschen tatsächlich noch auf mein altes Handy irgendwie gucken und auf einmal, zack, ist man schon hier. Ja, einen wunderschönen guten Morgen erst einmal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So ein Schnack beim Kai. Ich muss noch unbedingt hier schnell irgendwas machen. Das geht ja manchmal so drocke am Morgen. Genau. Kai, werde jetzt 30 Sekunden akkurat ganz ruhig sein und werde nichts, aber auch gar nichts sagen. Hast du Angst vor diesen 30 Sekunden? Ja, habe ich jetzt schon Angst. Also, bitte schön, auf geht's. Ganz kurz an dieser Stelle natürlich den ganz schnellen Wetterbericht hier in Dörfern in unserem Dachstudio. Es ist wieder kochend heiß. Wir haben unglaubliche 18 Grad gerade schon. Es wird im Laufe des Tages noch etwas wärmer werden. Auf 24 Grad wird die Temperatur steigen und derzeit ist es bewölkt. Aber gut, wen interessiert's? Am Wochenende wollte Georg ja... 30 Sekunden eigentlich rum jetzt irgendwie schon mittlerweile, oder? Was wollte ich am Wochenende los? Wir wollen jetzt starten langsam, aber sicher meine... Er wollte braten, das hat er am Freitag noch angekündigt, ja, dass er das ich konnte. Ich wurde gebraten, aber es hat uns auch viel erreicht an diesem Wochenende, muss man auch wirklich sagen. Genau, du wolltest eigentlich still sein. Ja, ich habe doch keinen Bock mehr, weil ich habe jetzt ja das gemacht, was ich jetzt noch machen wollte. Mit dem Sonnenbraten hat es auf alle Fälle geklappt. Man sieht das Opa auch ein bisschen braun. Von daher können wir jetzt auch starten, sehr schön gesagt. So, und wir starten jetzt auch in diesen wunderschönen Tag und in diese wunderschöne Woche. Heutigen Montag natürlich mit der Schuhart des Tages und die gucken wir uns jetzt an. Schnell, aber oh so. Gott, wir mal schnell hinsetzen jetzt hier. Da sind wir, Kai. Ja, the du stage heute is yours. Also meins, also sozusagen hier. Wunderschöne Slipper, das ist heute Thema des Tages. Ein Slipper ist natürlich immer ganz praktisch, ob es ein Damenslipper ist oder ein Herrenslipper. Man kann unglaublich viel damit machen und es ist modisch auch sehr angesagt. Also wir haben hier auch von Springstep, unsere neue Marke hier, Le Artist aus den USA, super schicke Schuhe, einfach ein bisschen bunter. Auch das kann Dame sozusagen perfekt kombinieren mit weißer Hose oder kurze Hose, 7/8 Hose, sieht das immer super schick aus. Ich finde ja, unabhängig davon, finde ich das ja wirklich immer schön, wenn man solche Modelle sieht, dass man ganz klar erkennt, dass Übergrößen nicht langweilig sein ganz müssen. Ganz genau. Ne? Müssen das sind auch ja immer noch so wirklich gerade so die neuen Kunden, immer wieder neue Kunden, die zu uns kommen, die sagen, oh mein Gott, das gibt ja wirklich alles in Auswahl und Farbe und bunt und tralala. Und das ist wirklich auch richtig schön. Ne? Ganz genau. Das kann man viele denken wirklich noch, eine Übergröße heißt 3 Modelle in der Ecke. Ja, und dann, wirklich immer nur in dem klassischen Schwarz oder Braun. Hauptsache, es ist ein schwarzer Schuh irgendwo im Schrank. Nein, also es geht auch tatsächlich mal so ein bisschen bunter. Hier ist auch so ein florales Muster drauf. Das ist auch wirklich sehr schön. Das Tolle ist, dieser Schuh, der passt wirklich zu jeder Garderobe. Egal, ob es blau ist, ob es orange ist, grün ist, gelb ist. Also hier hat man wirklich alle Farben drin. Das ist natürlich richtig klasse. So, das macht diesen Schuh wirklich zu einem flexiblen Begleiter. Ja, wobei bei dem Modell muss man ja auch sagen, das ist echt Geschmackssache, oder? Das ist doch schick. Ja, aber ja, der eine so, der andere so. Ganz schön bunt, oder? Ja, ja, aber muss immer, wie du selber schon sagtest, muss Übergröße langweilig sein. Zack, mit dem eigenen Argument erschlagen. Das war auch irgendwie nicht nett von dir. Du wolltest mich mit meinem Schuh hier rund machen, sozusagen. Erschlagen von Argumenten, ein Traum. Übrigens, erschlagen, ja? Ich möchte doch einmal, Johannes, dass du das Studio mal einmal im Komplett zeigst. Also die Kamera, du weißt schon welche. Ja, die meinte ich jetzt eigentlich nicht. Mensch, wo wir hier so beide so sind, du weißt schon welche ich meine. Genau, die. Dankeschön, perfekt. Die. Das ist nämlich mein Schicksalsschlag vom Wochenende. Das ist mein ultimativer Lieblingskaffeebecher, der hier. Wie man wirklich so schön sieht, ein Homer Simpson Becher. Ja. Und der ist am Wochenende mir kaputt gegangen. Zum zweiten Mal. Ich muss das jetzt einfach mal, das sitzt auch ganz seelisch, ganz also tief Georg bei mir gerade wirklich drin. Georg hat aufgrund, also es kam ja dann plötzlich dieser Sturm nach dem Braten sozusagen in der Sonne, kam dann ja plötzlich dieser Sturm und es hat den Schuh tatsächlich vom Tisch gehauen. Den Schuh nicht, aber den Becher. Wir haben ja am Wochenende, es wurde ja Unwetter und so weiter angekündigt, also richtig heftig. In einigen Regionen, hier an unserem Firmenhauptsitz hier in Dörfern, die Kollegen heute Morgen noch, war gar nichts. Mhm. Und wenn wir waren in unserer Filiale am Wochenende im Saterland am Seaport, also Holland in Not. Also gerade so die Region dort drumherum, Neuscharrel, Gehlenberg, bisschen auch oben Richtung Leer. Also unfassbar, was da los ist. Wir haben jetzt hier auch ein paar Bilder jetzt gerade. Das ist, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Das ist die Sack der Ems, also ein Fluss dort, der wirklich also richtig kurz vor dem Überschwemmen sozusagen ist. Ja. Also echt gigantisch, was da wirklich los war.
war, ne? Also nicht nur der Himmel hat geweint, Georg auch. Georg hat auch also geweint. Es war wirklich, dieser Becher, es ist ja wirklich sein Lieblingsbecher. Das definitiv. Muss man ja ganz Kai, bevor du weiterschnackst, hier nochmal besten Dank an Kai Heil, der auch noch ein paar Bilder von sich zu Hause geschickt hat. Also auch da Richtung Suhrwold. Es ist wirklich überall gigantisch was los gewesen. Das ist echt der Oberhammer, ne? Ja. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Keller da jetzt untergegangen sind. Die Feuerwehren waren zigfach im Einsatz. Also echt der absolute Oberhammer. Das hier haben wir dann auch von der an dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank für den tollen Einsatz, den die Einsatzkräfte dann immer geleistet haben. So sieht's aus, das muss man wirklich mal erwähnen. Die haben dann wirklich echt auch eine Menge zu tun. Stefan Albracht, der hatte auch noch dieses Bild dann von sich aus dem Garten noch geschickt. Auch da wirklich eine Menge wirklich los aus. Oder das war in Ludwigsau sagt man, oder? Ludwigsau. Gott, und wenn nicht, wäre das jetzt gerade mega peinlich. Also auf jeden Fall am Wochenende war echt eine Menge wettertechnisch los. Ganz genau, ja. Ja, aber und wie gesagt, den Becher, den schönen Humi-Becher. Mein Becher. Hat's erwischt, er hatte Tränen geweint sozusagen. Hat er. Vor allem dieses gute Stück ist auch nicht zu ersetzen. Nein. Ja, das muss man wirklich sagen, das ist wirklich nicht zu ersetzen. So, Leute, was wir natürlich bei uns haben, ist eine wunderschöne und große Interaktion. Jetzt muss ich gerade mal eben ganz kurz gucken, wo ich denn das hier habe. Ah, da vorne. Denn wenn es natürlich dann auch immer warm ist, wenn es warm ist, was will man dann Eis essen? Oh, Eis ist gut. Ich mag Eis. Eis in allen Varianten und Variationen und am besten noch mit einer dicken Sahnehaube obendrauf. Das wäre doch so eher so mein Traum dann noch gewesen. Ja, oh, lecker. Ich liebe auch Eis. Aber bitte in der Waffel. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die haben dann so einen Pappbecher drumherum. Ja, eine Waffel muss dann auch schon sein. Aber Kai, so jetzt wollen wir auch, sonst haben wir gleich noch einen an der Waffel. Denn wir haben natürlich auch zu unserer Community gesagt, Leute, was ist so euer Lieblingseis? Ne, wir gerade, wenn wir selber hier am Futtern sind, da kommen uns ja immer meistens die geilsten Ideen dann auch dabei. Und deswegen wollten wir mal wissen, zeigt doch mal so eure Eissorten, alles das, was ihr so gerne mögt. Und da haben wir auch wirklich richtig schöne Sachen auch bekommen. Wir fangen doch damit an. Oh. Also absoluter Klassiker von Daniel Schiermeier an Spaghetti-Eis, oder? Also das liebe ich ja. Ich bin ja wirklich der Typ, der in so eine Eis-Dings da reingeht und sagt, heute nehme ich mal was anderes. Ja. Ne, von diesen ganzen tausenden Bildern und ich habe sowieso wieder ein Spaghetti-Eis. Aber das ist auch wirklich lecker. Das schmeckt aber auch irgendwie. Klasse, immer. Schön. So, ja. Weg mit dem Spaghetti-Eis, geht jetzt auch weiter, denn wir haben von Detlef haben wir auch was bekommen. Genau, das ist übrigens selbstgemacht, aus Dortmund übrigens kommt er. Und hat selbstgemachtes Eis ist geil. Ne? Weißt du, wie das geht? Nein. Nein, das weiß ich wirklich nicht. Weißt du es? Nein, muss ich auch nicht. Vielleicht muss Detlef uns das einfach mal verraten. Ja, wie man schönes Speiseeis macht, das wäre es auch noch. Kann das eigentlich bei uns jemand im Team? Ich glaube kochen nicht. Können die, backen können die Eis machen? Hat noch keiner was von gesagt. Katrin, musst du mal intern fragen, ob jemand Eis selbst machen kann. Dankeschön. Gut, das wird mir nur gerade das sein. So, weiter geht es jetzt und zwar mit einer herausragenden Olympiatüte. Wow. Ich glaube, die müsste das jetzt sein, genau, von Reinhold Wilhelm, der uns das zugeschickt hat. Also auch da kann man doch einfach nur sagen, reinbeißen, oder? Ganz lecker, ganz, ganz lecker. Da möchte man doch echt nur rumschlecken, wirklich. So, jetzt geht es weiter für Kai. Jetzt geht es ganz speziell weiter für Kai, für sein Held seiner Kindheit, Benjamin Blümchen. Das ist eine Benjamin Blümchen-Torte, halbgefroren, haben wir aus dem Saterland bekommen, dieses wunderschöne Bild von der Silvia. Vielen lieben Dank, Alter, für Kai, sag mal ich an. Wusste vielleicht gar kannst nicht. Du einfach ich mal für unsere Zuschauer, nicht. Mach mal ja. einmal Türe. Ich wusste mach gar einmal nicht, Türe. Dass Benjamin mach Blümchen doch einmal Türe. Der Held meiner Kindheit war, aber ist er Türe. Jetzt. Ich glaube, so ungefähr ging das Ganze dann. Das jetzt noch macht. Das, also das ist unglaublich. Ich mache aber auch echt einen Scheiß bei so, dir. So, hast du da noch was Schönes auf dem Zettel stehen, Opa? Du guckst da die ganze Zeit drauf. Die Lea hat uns auch noch was geschickt, einen ganz tollen Fruchtbecher. Das ist natürlich auch super lecker, ne? Aber gerne hätte ich jetzt ein Eis. Katrin, wir könnten vielleicht mal... Ja, so. Also, richtig schön. Und wir finden das natürlich immer selber auch ganz toll, wenn wir diese Umfragen machen und diese Interaktion, um dann mit unserer Community dann auch im Dialog zu stehen. Und wenn wir dann solche Bilder bekommen, ist das auch wirklich was richtig Tolles. Heute ist so, jetzt müssen wir mal die Kamera mal zeigen, die Macht des Lächelns-Tag. Die macht es, ist grammatikalisch tatsächlich lächer. Also Kurzvariante, schickt uns ein Lächelbild. Das haben wir heute jetzt gestartet. Wir haben auch schon die ersten Bilder bekommen, zeigen wir morgen bei uns. Und das ist wirklich richtig toll, immer wenn wir solche Interaktionen haben. Ich hoffe, das kann man überhaupt so sehen. Da, so, die macht das Lächeln kann aber auch vieles verzaubern, oder? Das ist das kann man wohl sagen, dass sowas verzaubert, Menschenkind. Was hast du die ganze Zeit für ein Schild da in der Hand? Ja, Mensch, guck mal. Bin hier am ganzen Tag am Erzählen und du hast dein... Na, ja, erzähl mal, was du da Schönes in der Hand hast. Ich
habe doch ein tolles Schild hier in der Hand. Da steht drauf, ab Sommer bei Dodenhof, unsere neue Filiale. Und wir haben jetzt auch schon einen ganz genauen Termin dafür, nämlich Mittwoch, den 1.7. Du musst aufpassen, dein Schild geht raus, Opa. Du musst das eher hier vorne dahin platzieren, ein bisschen runter. Da, genau, da sieht man das doch. Ja, aber ich bin doch Linkshänder. Das ist hier. Ja, aber du musst ja jetzt in Kamera so denken. Du, ich kann dich jetzt gerade mit der Kamera nicht retten. Das musst du ganz alleine gerade hinbekommen. So, also, hier, Dodenhof, 1.7. Morgen werden schon Sachen geliefert, von daher... So. Fangen unsere Kollegen auch an, super toll, wir freuen uns riesig. Genau, wir werden das. Das muss ich nochmal eben einwerfen. So, fand ich auch sehr, sehr schön, das passt auch wirklich sehr gut. Denn wir haben dazu nämlich, war letzte Woche in Wolfsburg war das. Stimmt. Und da hast du nämlich ja auch schon, hast ja einen kleinen Film gemacht, den sehen wir, glaube ich, dann noch morgen. Ne? Glaube ich, Johannes schneidet. Johannes, morgen haben wir den, ne? Katrin? Ja. Und das sind schon mal so ein paar Bilder von den Ladeneinrichtungen. Da kann man sehen, was denn in Zukunft bei uns dann sein wird, bei Dodenhof in der Filiale. Und die sehen schon schön aus, oder? Ja, ganz klasse. Freue ich mich richtig drauf. Richtig gut. Also, wie gesagt, was ist das Besondere an denen? Erzähl doch schon mal so ein bisschen. Du hast ja jetzt gestern auch schon die Planung gemacht. Ja, aber dann hat man ja letztendlich, wenn ich das jetzt erzähle, muss man ja morgen den Film nicht mehr angucken. Ja gut, da ist auch irgendwie was dran. Ja. Auf jeden Fall sieht die richtig klasse aus. Nach wie vor natürlich suchen wir auch Leute noch für unseren neuen Standort und auch immer wieder für unsere bestehenden Standorte. Dort einfach mal auf unsere Webseite gehen und dort haben wir die aktuellen Stellen natürlich dann noch ausgeschrieben, die wir jetzt hier bei Schuhplus zu besetzen haben. Ob das jetzt hier ist oder in Kaltenkirchen oder wo auch immer wir immer wieder Leute dann auch suchen. Wir sind glücklicherweise dabei, uns immer weiter zu vergrößern und zu erweitern und verweitern und ausweitern und alles, was mit weit zu tun hat, Dalli, das machen wir auf jeden Fall. Kai, du guckst zu viel auf deine olle Karte die ganze Zeit drauf. Ich glaube, die werden wir dir mitnehmen. Außerdem hast du die immer falsch rum. Ach, tatsächlich? Ja. Aber das liegt daran, weil der Text auf der Rückseite... Ja, da muss der Opa einen Knick in der Linse... Habe ich die auch falsch rumgezeichnet? Ja, immer auf andere. Du falsch warst beklebt. Nee. Ja, so, Mensch. Leute, das haben wir jetzt gezeigt. Das ist also das Eisbild. Das musste man auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal zeigen. Sensationell. Wir freuen uns auf viele Bilder, die wir jetzt dazu dann auch bekommen. Unbedingt, ja. Ne? Ganz genau. Her mit den Bildern. Immer wieder, weil die zeigen wir ja unfassbar gerne. Man kann übrigens auch sehr schön es kombinieren, weil wir jetzt ja gerade Lächelbilder sehen. Also man kann auch mit einem Eis in der Hand lächeln. Also Kreativität ist da definitiv gefragt. Also wir gehen mit einem Eis. Hier gibt es übrigens noch ein kleines Backstage-Bild, bevor wir jetzt auch zum nächsten Thema kommen. So sieht das nämlich hier ein paar Minuten vor einer Sendung aus, wenn der Kai geschminkt wird da vorne dann von der Katrin. Warum das so in dieser Position ist, es gibt Dinge, die wollen wir einfach gar nicht weiter thematisieren. So, was wir jetzt aber thematisieren wollen. Du bist aber echt manchmal unmöglich. Was du alles so fotografierst, das ist echt unglaublich. Ich weiß. So, was ich übrigens auch fotografiert habe, ist das hier. Und Kai, du kannst den jetzt einfach mal akkurat mal in die Hand bitte. Ihn hier? Ja. Diesen mega schweren Bobbers. Das ist nämlich der sogenannte Schuhkurier Award, den wir von Schuhplus im vergangenen Jahr bekommen haben. Ganz genau. Super coole Geschichte gewesen. Ja, du musst mal ein bisschen nach vorne knicken. Du musst gucken, wo die Kamera ist. Ja, ich weiß das. Wenn du das so hast, musst du ein bisschen nach vorne kippen, damit man das auch sieht. Aber der Effekt ist jetzt vorbei. Schnack jetzt mal ein bisschen. Also wie gesagt, super toller Preis, den wir letztes Jahr bekommen haben. Die Nachricht, dass wir den Schuhkurier, den Oscar der Schuhbranche dann gewonnen haben, das hat uns vor circa einem Jahr ungefähr erreicht. Ja. Dann gab es einen tollen Film dazu, der gemacht wurde. Und dann war die Preisverleihung im September. Also richtig, richtig klasse ist das gewesen. Da waren wir auch echt mega stolz drauf. Das war super toll. Kipp das mal dann. Also ich dachte, hättest du mal nach vorne kippen können. Dann vielleicht kann man das noch einmal sehen. Da steht das natürlich auch sehr schön. Das ist aber auch schwer. Ja, nach vorne. Muss nach vorne kippen. Mal gucken, ob wir das dann noch mal reinkriegen. Wir gucken mal, ob das so schnell gerade geht. Ansonsten, na, ein bisschen kippen, ja. Und nicht fallen. Oh, da. So ist der Schuhkurier Award 2019. Also um diese Veranstaltung, liebe Leute, um die zu beschreiben, kann man einfach nur sagen, die ist Bam, die ist mega Bam. Ja. Super schick alles, super edel und ganz toll. Und ein sehr, 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 sehr stylischer Abend. Und da sind wirklich sehr, sehr hochkarätige Menschen aus der ganzen Schuhbranche da. Und wir waren auch da. Also das wirklich, das war auch sogar mit Anzug und sowas. Und diesen hier. Also wirklich ganz schön. Ja. Es wurde im letzten Jahr als beste Marke des Jahres 2019 wurde Skechers geehrt und wir haben tatsächlich den Schuhkurier Award Sonderpreis Handel Neue Medien bekommen. Ja. Und dazu gab es dann auch einen Film, der vor Ort gedreht wurde und da gucken wir mal eben kurz rein. Ich habe das ausgesprochene Vergnügen, den Gewinner des erstmals verliehenen Schuhkurier Awards Social Media oder sagen wir jetzt Handel und neue Medien, wie auch immer, mit ein paar kurzen Worten zu ehren.
Es ist zwar grundsätzlich nur ein klassisches Schuhhaus, also verkloppt Schlappen, wie man bei uns in der Pfalz so schön sagt. Und das auch noch an einem Standort, der gelinde gesagt nicht gerade hip oder angesagt ist, geschweige denn sich in einer frequentierten 1A-Lage befindet, sondern irgendwo im Hinterland. Nicht despektierlich, aber es ist so. Also haben unsere beiden Inhaber sich Gedanken gemacht und haben sich Social Media auf die Fahne geschrieben. Das ist der Hebel. Das ist das Tool. Das macht den Unterschied. Und seitdem posten sie, was das Zeug hält. Begrüßen Sie daher mit mir den Gewinner des Schuhkurier, des neuen Schuhkurier Awards Media oder Handel und neue Medien, Schuh Plus in Dörfwerden, und die beiden Chefs Kai Zimmer, Georg Mann. Ich saß zu Hause. Wow, das war einfach nur toll. Da wird man doch ein bisschen sentimental, muss man wirklich sagen. Das war für uns wirklich ein sehr großer und ein sehr bewegender Moment, das muss man schon wirklich sagen. Weil das ist schon so eine richtig tolle Auszeichnung, die man bekommt, gerade dann auch in so einem Rahmen. Also das ist auch so ein bisschen das ist schon so ein bisschen Bauchgefühl. Das hat gut getan. Gut. Ja. Was es natürlich auch uns ganz gut getan hat, dass wir einen kurzen Ausschnitt jetzt hier zeigen konnten. Vielen Dank an Ozan Taski und an den Schuhkurier, an den Sternefeld Verlag, dass wir hier einen kurzen Ausschnitt zeigen konnten. Richtig schön, dass wir mal so ein paar Eindrücke dann aus dem vergangenen Jahr zeigen. Dieses Jahr gibt es den übrigens nicht. Nein. Corona natürlich nach wie vor ein großes aktuelles Thema, generell auch in der Schuhbranche, über Nachhaltigkeit und Nachwirkungsgrade natürlich bis hin zu messen. Aber wir sind glücklicherweise da ganz gut aufgestellt und kommen da sehr gut durch. Toi, toi, toi. Von daher, wie gesagt, das ist es für heute, glaube ich, auch schon. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben morgen haben auf der jetzt heute. Haben wir auch nichts. Nö. Wir müssen jetzt auch durchstarten. Wir haben jetzt gerade wegen unserer neuen Eröffnung. Warte mal, du musst mal eben ganz kurz das tun. Das dann mal eben nehmen. Was denn? Ja. Haben wir natürlich jetzt noch eine Menge zu tun, aber auf diese Wege wollen wir natürlich noch einmal ganz spontan auf unsere hervorragenden Gewinnspiele hinweisen, die wir ganz genau. Und Opas Lieblingsstück wollen wir auch noch mal zeigen. Zeig doch mal, was keine Kettensäge ist, sondern eine Heckenschere. Das ist von eine Aspara. Mega so. Heckenschere ist das. Und die zeigen dir nur, weil sie einfach auch cool im Moment gerade aussieht. Hör doch mal, das möchtest du auch gerne, ne? Das sind so deine Träume, so des Nachts irgendwie mal so. Das mit einer Heckenscheren-Massaker. Nein, also das hier ist natürlich eine wundervolle. Ja, sogar die Kamera 2 HD45 ist das. Sehr schön. Vom technischen ein Service Traum. Hilmar Burdorf in Geestefeld. Genau, da kann man gewinnen jetzt bei uns. Natürlich auch viele, viele weitere Sachen, die wir bei uns jetzt gerade haben. Vom E-Roller bis hin zu Gutscheinen auch für unsere Neuordnung bei Dohnhof. Es gibt also eine Menge zu entdecken auf schuhplus.com. Einfach auf die Webseite. So sieht's aus. Oben steht es dann auch zu den Gewinnspielen. So, das soll es jetzt aber für heute. So sieht's aus. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein für heute. Allen einen wunderschönen Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder live um 10 und wir sagen bis dann. Bis dann. Ciao.